Brau, wieder eine Infusion, her damit. Und jetzt in Gesundheit, weil alles andere voll ist. Jetzt wären wir unbesiegbar. Was hat sie zu sagen? Ich weiß, der Prophet ist ein Lügner. Aber das kann nicht sein. Alter, Kohle. Ich weiß, der Prophet ist ein Mörder. Aber das kann nicht sein. Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert, wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Okay, wir sind jetzt langsam verdammt rich. Da ist eine Klamotte. Hey, ich habe jetzt schon wieder komplett den Überblick verloren, wo wir jetzt hier lang waren und wo wir noch nicht waren und wo wir noch hin müssen. Das ist schon ein bisschen scheiße, würde ich fast sagen. Komm, nimm die scheiß Tasche hier. Würde mich veralbern. Ah, da ist die Kacke drin. Nahkampfangriffe machen Ziele kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 5 Sekunden lang doppelten Schaden. Nee. Mach mal nicht. Was ist hier? Ein bisschen Blut an der Wand. Okay. Nase kratzen. Okay, erledigt. So, wo waren wir noch nicht? Da waren wir schon, da waren wir schon. Okay, raus hier wieder. Oder? Eigentlich schon. Ach, da waren wir noch nicht. Das ist korrekt. Achso, das ist nur das hier, oder was? Hier geht's nicht rein. Okay, unspektakulär. Glück gehabt, sonst hätten wir noch mehr erkunden müssen. Einfach geradeaus. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Check, check. Nichts, okay. Da rein, also gucken wir mal ganz kurz nach hier oben. Vielleicht ist das wieder so ein, ja, wieder so ein Gang, der ins Nichts führt. Und wo auch nichts liegt. Okay, gut. Ab zum Tresor. Oder ist hier was? Doch, hier ist was. Alles leer. Alles klar. Ich spüre Feindkontakt. Mhm, mhm, mhm. Nichts, 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 nichts. Was ist hier? Das geht nicht auf. Alles klar, also rein hier. What the fuck, Alter? Komm her, komm zu mir. Du Wichser. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ja, ja, entspann dich mal hier. Schrottliste, würde ich sagen. Welche Kraft haben wir letztens verbessert? Und zwar war das die. Haha. Wo ist denn der Rabentyp hin? Okay, der ist weg. Ja, was ist das für ein Geräusch hier in der Ecke? Was? Scharfschütze? Ach du Scheiße, tatsächlich. Kein Problem, mach mal so. Alter, was der uns immer zurückdrängt, ja, mit seinem Scheiß. Ah, der ist tot. Alright. Kuchen. Revolver-Munition. Da haben wir nichts dabei. Okay. Guten Tag. Nichts, nichts, nichts. Geld. Geld. Geld, Geld, Geld. Okay. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Wow, 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 da ist der Typ. Der hat sich verpisst. Naja, aber als wenn der noch irgendwie Stress machen sollte, ja. Die sind alle viel zu schwach für mich. Da ist der nächste Riss. Oh, eine Klammer da. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten.
Nee, das ist doch alles Quatsch. Das ist ja viel, viel uneffektiver als das, was wir eh schon ausgewählt haben. Jetzt sind wir bei 4000. Also jetzt müssen wir echt langsam mal was kaufen. Hab ein Lockpick gefunden. What? Wo? What the hell, Alter? Wie komme ich da ran? Nee, hä, das habe ich doch schon. Achso, das kann ich wieder nicht mitnehmen, weil ich schon genug habe. Ja, okay. Okay, hier ist ein Riss. Haha. Wo ist der hin, der Wichser? Verpisst er sich einfach. Riss öffnen, los. Und wenn ich diese Sabotage begehe, an ihre Patente. Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Finde den letzten Riss. Ich glaube, Riss. Das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie... ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Crazy Bitch. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Okay. Es gibt also ein paar Potenzprobleme hier. So, mach mal auf, bitte. Elizabeth. Mal sehen, was ich tun kann. Nicht mein Kind. Mach mal uff. Fertig. Oh, hier ist eine. Was hast du vor nochmal? Lutesse sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Holy fuck. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen. Aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Ach du Scheiße. Creepy Motherfucker sind wir da. Keine Munition jetzt, ich hab keine Zeit dafür. Doch jetzt. Du bist doch fight gegen die Bitch, Alter. Komm her, du Schlampe. Ist das? Das ist es. Ach, kacke, hier kommen die ganzen Mongos. Ja, kein Problem, wir machen das schon. Wo ist die Schlampe? Muss mal alle anhelfen. Okay, bam. Ach, schöne Header verteilt. Ach, leck mich doch, Mann. Wo ist die Schlampe? Die nimmt auf jeden Fall gut Schaden eigentlich. Ja, sehr gut. Bevor sie hier ihre modlustigen Irren loslässt. Lässt die eigentlich irgendwas fallen? Ne, oder? Hm. Okay, erstmal fix durchsuchen, dann geht's weiter.
Ach, da, hier waren wir ja schon wieder. Wir kennen uns ja hier schon aus. Holy fuck. Ah, hier sind Salze. Ist hier sonst noch was? Ne. Müsli. Müsli, Müsli, Yam, Yam, Yam. Okay. Ab raus hier wieder aus der Hütte. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Ja, abhauen. Aber zackig. Die ist leer. Die ist auch so gut wie leer. Jetzt brauchen wir langsam mal wieder Munition. Wir hätten es auch bei dem Laden eigentlich kaufen können. Na, egal. So eng wird es ja nicht, denke ich mal. Weil notfalls versorgt uns ja Ellie mit Munition. Und da sind wir auch schon wieder. Und ab raus hier. Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Fehlt uns eigentlich nur noch ein Riss und der müsste im Fotostudio sein, weil im Labor waren wir waren in der Bank, müssen nur noch ins Fotostudio. Ah, hier waren die komischen Geräte, die man nicht übernehmen konnte. Salze, Munition, Munition. So, Revolver-Munition hätte ich... Ah, da. Das ist er, oder? Ja. Alright, weiter geht's. Ich schätze ja mal, dass wir irgendwo nach hinten müssen, oder? Ja. Ja, wir lassen jetzt die Dinger da, wo sie sind. Nehmen wir jetzt nicht extra ein. Okay, jetzt kommen wir in den letzten Bereich, bevor wir alle Risse geöffnet haben. Und ich hoffe doch, dass das mal ein bisschen übersichtlicher bleibt. Wir hatten die doch schon übernommen und jetzt stehen die wieder da. Aber zweimal ausnehmen ist ja langweilig. Das machen wir nicht. Hier waren die Sniper, die haben wir schon weggeholt. Finde den letzten Riss. Na, Gott sei Dank haben wir schon die ganzen Gebiete gelootet. Alles leer gemacht. Da brauchen wir uns nämlich jetzt gar nicht mehr umschauen. Ja, ja. Zeig uns den Weg, Schlampe. Okay, hier waren wir auch schon. Hier waren wir schon. Großes scheiß Fotostudio. Oder wie das heißt. Ach, da haben wir's. Waren wir da schon mal drin? Kannst du dir das mal ansehen? Mal sehen. Geschafft. Perfekt. Da ist er. Wir schauen uns noch kurz um und dann nehmen wir den Riss. Money, 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 money. Ausmachen. Ja, okay. Dann rein da. Öffnet es. Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche vollkommen leblos wirkt. Sehr gut. Okay, kehre zum Comstock-Haus zurück. Dann machen wir das doch mal. Und Boxofon. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Oh, hier labert einer. Scheiße, hier geht's los. Alter, was? Wo, wo, wo? Ach, von da. Ah, so ein Wichser, Alter. Boah, wo kommt die Stampe her? Ah, die hat den Ananas dabei gehabt. Jetzt bist du gefickt. Komm raus aus deinem Loch. Hier, bitte. Perfekt. Na also. Alter, leck mich doch. Gibt's einen Apfel oder so? Brauch mal eine andere Kraft. Hier, ich kann das auch. Komm hier rein. Na los, kommt her, ihr Wichser. Kommt hier rein. Da kommt er.
Wo ist die Lampe? Ach, da. Jetzt komm hier, zeig dich nochmal. Du stechst mich. Ah, okay. Weg mit dir. Oh, da ist noch einer. Na, wie nett. Bam. Was ist los mit dir? Hier habe ich im Moment nicht. Kein Problem. Oh. Weg ist er. Sehr gut. Ja, da was zu fressen dabei. Okay, wo müssen wir hin? Kehre zum Comstockhaus zurück. Das war wo lang? Nach hier oben. Okay, alles klar, weiter geht's. Aber bis zum Comstockhaus gehen wir erst in der nächsten Folge, weil wir machen jetzt den Cut. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Genau, und damit machen wir Schluss mit diesem netten Satz von Booker. Bye, bye.